So, er kommt jetzt natürlich auch an uns ran. Was machen wir denn da? Stellen wir da. Ach, ich mag keine Vivern. Also als Gegner. In der eigenen Gruppe ist es, glaube ich, mit das Geilste, was es gibt, fliegende Einheiten zu haben. Ich will hier echt so lange stehen bleiben, bis. Bis die Vivern da oben besiegt sind. Wobei wir ja eigentlich nur mit den schwächeren Einheiten hier stehen bleiben müssten. Alja, warte mal. Er kommt doch. Bestimmt kommt er doch angehampelt. So. Okay. Ich habe mal Lust, was auszuprobieren. Das war jetzt was Einfeld vor Oskar, ne? Ja, das passt ziemlich gut. Wir stellen mal. Einfeld vor Oskar. Soren. Rüsten ihm mal die stärkere Windmagie aus und warten mal. Ich will nur gucken, ob der sich hier oben bewegt. Denn wenn ja, müsste er das tun. Und er genauso. Und wenn er dazu kommt, da könnten wir eigentlich auch mal. Ganz kurz. Ja. So machen wir's. Wir stellen hier ganz kurz Gatry hin. Und entwaffnen ihn mal eben. Dann kommt der nämlich bestimmt angehampelt. Und kriegt im nächsten Zug eine verpasst. Huch. Nein! Kriegt der ein Elixier, der Lump? Ich glaub wohl! Jo, er feuert wieder einen ab. Und wieder 10, jawohl. Soll er doch seine Blizzards verballern? Das ist jetzt der dritte, war das, glaubt, ne? Ich hoffe, wir können uns jetzt um die beiden hier mal endgültig kümmern. Ja, Marcia hat halt nur einfach den Nachteil, dass sie ein bisschen wenig Stärke hat und aus den Waffen ein bisschen wenig rausholt. Alles andere bin ich top zufrieden bei Marcia. Gerade mit der Resistenz. Ach, du lieber Himmel, nee. Ja. Also die Magier bewegen sich hier keinen Millimeter. Können wir denn? Stopp. Pass mal auf. Na bitte. Na, es reicht wieder nicht ganz. Ist doch ärgerlich. Oh, dem könnten wir Elfenwind klauen. Oho. Ich glaube, den will ich. Zwei Züge habe ich dazu noch Zeit, den zu bestehlen. Acht. Soffe, dann gehst du direkt mal hierhin. Wartest. Verwundest
Verteidigung 14, Verteidigung 16. Ja, wir müssen wieder die Himmelslanze nehmen, damit wir hier zumindest ein bisschen Ruhe haben, wenn die anderen drei ankommen. Die hauen wir hier natürlich ganz schön durch in dem Kapitel. Aber gut, dann ist es halt mal so. Ich bin ja sonst immer so sparsam mit unseren guten Waffen. Dann können wir das hier, denke ich, auch ganz gut verkraften. Waffenlevel gestiegen. Das ist toll. Wir ziehen uns einfach mal ein bisschen zurück. Und mit Jill müsste das hier eigentlich überhaupt kein Problem sein. Wobei wir auch Aeglos nehmen müssen. Ja. Passt. Ja, jetzt haben wir unsere beiden fliegenden Einheiten hier ganz schön durchgepeitscht. Sehr schön finde ich das. Da, und fliegen nach hier. Ach, keine Fernwaffe. Na doch, na, eine Fernwaffe. Gut, das ist in Ordnung. Level 15, Level 18 und Level 15. Okay, gut. In der nächsten Runde haben wir erstmal noch Ruhe vor euch. Das ist schön. Allerdings. So. Möchte ich. Dass du Gadget dich hier hinstellst. Und natürlich wieder ausrüstest. Oscar. Nach hier. Nimm mal den Bogen. Denn wenn hier irgendwer angeeiert kommt, haben die sowieso alle Fernangriffe. Ike. Ah. Jawohl, das passt ja alles prima. So, pass auf. Einen noch nach hier. Warten. Beweglichkeit 6, Beweglichkeit 7. Ja, du kommst ja nicht gerade wirklich toll weit. Aber brauchst du ja auch nicht. Ach nee, reicht noch nicht mal bis hierhin. Nur gut, dann halt doch Rolf hierhin. Warte mal. Ist Gatry geheilt? Oh. Alja schreite zur Tat. Ah, wobei ich nicht weiß, ob das wirklich eine gute Idee ist. Aber wir können ja im Notfall... Ja, was können wir im Notfall? Alja zustellen, wollte ich gerade sagen, aber... Können sie einfach ein Stück zurückziehen. So. Dann lieber... Rayson. Das wäre natürlich auch keine gute Idee. Acht. Ja, da kann er nur noch ein Feld ausweichen. Gut, ob der Magier ihm jetzt eine verpasst oder Peng, das ist ja gerade egal. Was mir Sorgen macht, ist der Kollege hier. Hm. Es wäre schön gewesen, ich war wieder ein bisschen voreilig. Ich wollte eigentlich jetzt mit Rayson genau hier hin und singen. So, dass Sothel direkt gleich stehlen kann. Ja, dann müssen wir noch eine Runde warten. Denn eigentlich...
Wir könnten dann natürlich mit Ike retten, aber dann ist Rayson ja wieder ein Zug bei Rayson verschwendet, weil wenn man absetzen kann, Rayson ja wieder nichts machen. Da gibt es auch irgendeinen, was heißt ein Trick, aber irgendeine andere Möglichkeit mit diesem Retten und dass man dann doch einen Zug machen kann, das habe ich aber noch nicht ganz gecheckt. Das hat mir irgendwer mal in den Kommentaren gepostet. Du, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Wir stehen immer genau in der Reichweite von ihm hier. Und das will ich auf gar keinen Fall riskieren, dass unser Reiher uns hier abkackt. Singen kann er trotzdem, aber nur hier. Aber weiterfliegen kann er ruhig schon nach hier. Dann holen wir Iliana halt noch nach da. Nix Angriff. Oh crap, kein doppelter Angriff. Gut, dann wäre es nämlich das gewesen mit Alja. So, und jetzt müssen wir irgendwie diesen Vivon da platt machen. Und das können wir nicht, weil er auf so einer blöden Anhöhe ist. Mann, ey! Doch, mit Magie. Und mit Rolfs Bogen. So sollte das eigentlich funktionieren. Gut, der General da unten. Oder Ritter. Ja, Ritter, der keult uns jetzt überhaupt nicht. Bis der bei uns ist. Ist das Kapitel rum? So. Ach. Rolf, klatsch ihn weg, dass wir Ruhe haben. Und direkt mal mit dem Crit. Spitze. So, jetzt ist die Frage, gehen wir mit unseren beiden Einheiten, ja, gehen wir, glaube ich, voll in die Konfrontation. Machen wir gleich. Ne, machen wir jetzt. Wer war hier am schwächsten? Verteidigung 15. 16, 15. Okay, wir hauen erstmal dich um. Wahrscheinlich brauchen wir die Himmelslanze. Natürlich. Dann soll es so sein. Völlig egal, bleib einfach da stehen. Aber wer hatte jetzt die Fernwaffe? Die hattest du. Dann bist du jetzt auch der Nächste, der leidet. Super, nehmen wir die Axt. Auch wenn die Trefferquote ein bisschen niedriger ist. Aber ich vertraue Gilda. Und wir werden nicht enttäuscht, sehr schön. So, jetzt haben wir hier nur noch einen und der kann ja. Soll er doch kommen. So, und jetzt. Nee, nee. Klau mal Elfenwind. Danke. So, können wir dich denn? Ja, können wir. Tschüss, Mann.
Und dann reite doch einfach mal nach hier, ist ja auch gerade egal. Denn wir werden uns jetzt mit Ike. Wobei. Pass mal auf. Ach, ihm können wir ja noch einen Pflegestab. Nein, können wir nicht. Alja. 2x12. Das reicht ja wieder mal nicht ganz. Und hier? Auch nicht. Alja braucht auch erstmal ganz dringend eine Heilung, aber sowas von. Rayson, wie weit kommst du denn? Ah ja, das ist natürlich schön. Irgendwer von euch beiden heilt jetzt Alja. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wer. Das wäre aber äußerst unklug. Ja, in der Tat. Wir müssen erst heilen. Also übernimmt mal Illyana. So, und dann. Zack. So sieht Bolganone aus. Nicht schlecht, oder? Ja. Sieht nach viel aus, macht nur 4 Schaden bei Alja. Also alles halb so schlimm. Du wartest hier. So, jetzt. Gatry. Ich glaube, das ist nicht ganz so eine pralle Idee. Doch. Mal kurz gucken, ob wir von ihm irgendwas Tolles kriegen. Ne, wir könnten ihm was klauen, aber wir sind ja voll. Beziehungsweise Sothe ist voll. Tschüssi. Mit einem lässigen Hieb. So, jetzt können wir Ike hier hinstellen, warten und können Soren hier hinstellen und warten. So, was ich jetzt vorab? Mit Rayson mitten rein und schön einen Trellern. Schön, ich liebe diese Fähigkeit. Göttlich. So, ach ja, du kümmerst dich um einen von den beiden da unten. Und dann können wir uns jetzt... Achso, erstmal, was ich noch vorhatte, genau. Mit Alja den letzten Magier noch ausschalten. Für Alja wäre es eigentlich auch echt eine Überlegung wert, ein Schwert zu schmieden. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob sich das wirklich lohnt und wie lange sie überhaupt braucht, bis sie ihre beiden Waffenlevel noch gesteigert hat. Der Level-Up gefällt mir. Ah, geht so. KP und Geschwindigkeit ist auf jeden Fall okay. So, schaffen wir denn jetzt schon den Boss?
8 Schaden. Vor allem haben wir eine heilende Einheit, die auch immer wieder wegreiten kann. Ein Himmern von uns wünscht sich einen langwierigen Kampf. Komm, halte dich nicht zurück. Jawohl. Aua. Tomahawk. Geben wir ihm jetzt schon den Rest? Wir könnten das, glaube ich, durchaus tun. Nee, weil Sorin ja schon platziert wurde. Oscar. 2x2. Ja, komm, das bisschen Erfahrung nehmen wir mit. Joa, gut, er trifft auch nicht. Es wäre natürlich ratsam, ihn jetzt nicht ganz so oft anzugreifen. Aus dem einfachen Grund, dass er den Tomahawk nicht zu sehr einsetzt. Deswegen machen wir jetzt hier mal Feierabend. Er heilt sich. Beziehungsweise das Feld heilt ihm, wo er draufsteht. Ich dachte immer, das hatten wir ja schon 2 oder 3 Mal. Ich dachte immer, das wäre irgendeine Fähigkeit von dem jeweiligen Boss. Aber das lag immer nur an dem Feld, auf dem er steht. Denn das heilt, ja, keine Ahnung, 10% der KP wahrscheinlich. Ja, noch 2 Mal Himmelslanze weg. Haben wir nur noch 6. Ja, und die kriegt den noch nicht mal platt. Mensch, Marcia. Ach. Ha! So, pass mal auf. Ach so. Wir nehmen die Erfahrung für den General noch mit. Denn das sollte dicke reichen. Sehr schön. Dann, mit wem will ich eigentlich den Boss killen? Ich könnte ihn ja mal mit Ike töten. Was dann in dem Kapitel auch klappen würde. Aber erstmal. Level 4, 48. Ja, gerade egal. Nein. So nicht. Reicht! So, wir fliegen mal wieder ein bisschen aus der Reichweite der 3. Purgativ noch 10, das wollte ich nur. Ich hätte jetzt auch voll Bock, mich mit Jill voll da reinzustürzen, weil die mäht die auch alleine weg. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Laguslanze, Eisenlanze, Langspeer. Ob ich das mal mache? Hat ja noch nicht viel abgekriegt. Ja, pass auf, ich mach das mal. So. Aber mit Marcia habe ich mich jetzt nur zurückgezogen, weil die von der KP her doch leicht angeschlagen ist.
Aber wetten, Jill klatscht die alle weg jetzt. Hundertprozentig. Ja, warte mal hier. Ja, wir könnten jetzt natürlich noch einen Zug warten. Weil wir haben ja noch Zeit. Das ist ja hier hinten immerhin noch wertvolle Erfahrung, die hier noch so rumfliegt. Die ich mir eigentlich, ehrlich gesagt, nicht wirklich entgehen lassen will. Es könnte natürlich auch in der nächsten Runde mit Shiaram zu Ende gehen. Naja, erstmal heilen wir Gatry hoch. So. Gut. Warten. Dann singen wir einmal. Und heilen Marcia hoch. Wartest mal da. So. Du wartest. Ja, wir können ja mit Purgativ jetzt wieder ein bisschen großzügiger sein, weil wir haben ja wieder einen geklaut. Rolf. Ja, du kannst eigentlich schon mal irgendwie nach hier oben gehen. Und hier können wir eigentlich mal den Waffenlevel ein bisschen. Ah, jetzt hat er mal getroffen. Macht aber nichts. Oh, jetzt könnte es natürlich sein, dass Gatry ihn in der nächsten Runde umboxt. Macht aber nichts. Und zwar, weil wir ganz einfach hier oben hinreiten können und ihn direkt heilen können. So, jetzt beende ich die Runde und dann gucken wir mal, was Jill mit den Wyvern-Rittern macht. Gut, er kriegt wieder Heilung von seinem Feld. Greift Gatry an. Wird runtergehauen auf, keine Ahnung, 3, 4. Auf 3. Chill. Och, chill. Da denn passiert. Müssen wir aber nochmal üben mit der Axt. Hauptsache der Waffenlevel ist gestiegen. Sehr gut. Zweimal daneben. Da muss die Trefferquote aber schon sehr schlecht gewesen sein. Mysteriös. Vielleicht auch der Biorhythmus im Keller bei Jill. Ach so. Ja. Danke. So, gucken wir mal. Interessiert mich jetzt einfach mal. Ja, ziemlich im Keller. Und dann auch noch mit Axt gegen Lanze. Wobei, das ist ja eigentlich gut. Und dann trotzdem zweimal nicht getroffen. Erstaunlich. Marcia kommen wir jetzt da leider nicht hin. Wir nehmen aber trotzdem... Was haben wir jetzt eigentlich für ein Axtlevel? Dora, okay. Dich nehmen wir natürlich trotzdem noch mit.
Und jetzt möchte ich aber dann das Kapitel auch abschließen. Das heißt, wir entscheiden jetzt gleich, mit wem wir Shiaram töten. Ich tentiere. Mit T, ich tentiere. Ich tendiere ja zu irgendeinem Magier. Oder Ike. Alja. Nee, Alja ist ja schon Level 3. Nö, 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 nö. Nö, nö. Komm, Soren. Mach du das. Zack. Na klar. Daran! Ich überlasse euch den Rest. Jill. Das war's mit Shiaram. Jills Puppy. Wir hatten keine Wahl, Jill. Es tut mir leid. Ja, passt. Geschwindigkeit, Soren. Und den Tomahawk erhalten. So, jetzt können wir ankommen. Und das möchte ich auch machen. Denn hier können wir nichts mehr tun. Auf den einen Vivon jetzt zu warten, habe ich echt keinen Bock. Also kommen wir an. General Ike, Sir. Die Schleusen wurden geschlossen. Soren, wie sieht der Schaden in der näheren Umgebung aus? Es ist schrecklich. Alle Felder und Häuser wurden vollständig zerstört. Ich verstehe. Ich glaube nicht, dass der gegnerische General das wollte. Warum musste dies passieren? Es ist herzlos. Was wird mit jenen passieren, die ihr Zuhause verloren haben? Können wir ihnen irgendwie helfen? Du willst der feindlichen Bevölkerung helfen? Die Zeit und Energie haben wir nun wirklich nicht übrig. Soren, nimm Heilmittel aus unseren Vorräten und gib sie den Einheimischen. Was? Ist das dein Ernst? Oh, unser Gegner ist das Heer von da ein. Wir liegen nicht im Streit mit Zivilisten. Ike, ich weiß, was du für diese Leute empfindest, aber wir befinden uns im Krieg. Wir haben nicht... Ich weiß nicht, ob wir etwas erreichen, Soren. Aber ich kann nicht einfach, ohne einen Finger zu krümmen, aufbrechen. Ich verstehe. Ich würde auch lieber... Was? Ich würde auch lieber eine Tat bereuen, als zu bereuen, dass ich nichts getan habe. Knoten in der Zunge. Ich würde auch gern helfen. Vielleicht kann ich den Verletzten helfen. Schwachsinn. Ach, Soren. Schön. Oh, Vater. Jill, egal, was es für Gründe gibt, ich habe dir deinen Vater genommen. Das stimmt nicht, das war Soren. Ich kann das nicht mit dem Krieg entschuldigen. Wenn du dich an mir für deinen Vater rächen möchtest, verstehe ich das. Du hast alles Recht dazu. Sobald du über die Dinge nachgedacht hast, lass mich wissen, was du nun tun wirst. Ich würde mir wünschen, du bliebest bei uns, aber es liegt an dir. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ja, sorry, Jill. 1, 2, 3, 5 insgesamt. Wir haben Glück, so viele zu haben. Captain Darahan, was werden wir jetzt tun? General Shiaram ist tot und unsere Häuser sind zerstört. Was sollen wir unseren Familien sagen? Was möchtet ihr tun? Wir haben jedes Recht, hier zu bleiben, verwirkt. So bleiben nur noch Benion oder Crimea. General Shiaram wurde von Crimea geschlagen. Sich nun mit ihnen zusammenzuschließen, ist nicht möglich.
dann bleibt uns nur die Rückkehr nach Benyon. Ich bezweifle, dass sie uns als Helden empfangen werden, aber... Ich habe eine alte Freundin bei den Pegasus-Rittern. Soll ich sie kontaktieren? Ach Mann, 18 lange Jahre. Hat auch nur eines davon noch Bedeutung? Sag so etwas nicht. Egal was passiert ist, ich bin stolz, unter General Shiaram gedient zu haben. Ihr habt recht, es war eine Ehre. Okay. Dum, 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 Burg da ein. Geile Bossmusik oder Bösewichtsmusik. Nun, das war's. Wir haben etwas Zeit gewonnen, indem wir die Umgebung geflutet haben. Aber das wird sie nicht lange aufhalten. Ich wusste, diese ausländischen Straßenköter waren nutzlos. Es scheint, als würde der entscheidende Kampf in der Nähe der Hauptstadt stattfinden. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, General Petrine. Um Ihnen das Kommando ein wenig zu erleichtern, wird Sir Bryce Ihnen als Assistent zur Seite stehen. In Bezug auf die Strategie ist es wohl am besten, wenn ihr direkt mit ihm redet. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Ena. Aber ich bin nicht diejenige, die die Truppen in die Hauptstadt führen wird. Dann wird der Schwarze Ritter dies übernehmen. Dann müssen die Pläne ein wenig geändert werden. Ich werde jemand anders als Assistent auswählen. Nein, er auch nicht. Seine Majestät wünscht, dass du die Truppen befehligst, Ena. Ich? Ich soll das Kommando über eine Armee übernehmen? Richtig. Du steigst auf, General Ena. Ich... Das ist zu viel für mich. Ich muss das mit dem König absprechen. Ha! Was für ein seltener Anblick. Ich habe dich noch nie so nervös gesehen. Hör zu, wenn du mit seiner Majestät sprechen willst, musst du deine Pflichten erfüllen. Er hat angeordnet, dass bis dahin keine Gespräche und Audienzen stattfinden sollen. Ich komme ein bisschen spät. Na, wenn das nicht der große Schwarze Ritter ist. Es ist lange her. Ihr seid immer sehr beschäftigt. Heute hier, morgen da. Eure geheimen Manöver, bla bla bla. Sind der Beweis, wie sehr mir seine Majestät vertraut. Ena, begib dich zum Osttor. Du hast einen Besucher. Wer kann das nur sein? In Ordnung. Ist das der Wurm? Hat er es dabei? Es scheint so. Er besteht darauf, es nur Ena persönlich zu geben. Solange es uns gehört, ist mir das egal. Sobald Ena zurück ist, werdet ihr es auf direktem Wege zum König bringen. Sorgt dafür, dass es unterwegs gut eingepackt ist. Sonst wäre es ein Unglück. Das müsst ihr mir nicht extra sagen. Viel wichtiger ist, was ihr jetzt vorhabt. Ich? Ich werde... Ja, was wird er? Ena, geht es dir gut? Wo ist Lerans Medaillon? Hier, bitte nimm es. Es fühlt sich so schwer an, und das liegt nicht nur an der Verpackung. Könnte es die Energie des Chaos sein, dieses bösen Gottes? Jetzt kannst du an die Seite König Ashnaz zurückkehren, nicht wahr? Nein, noch nicht. Was meinst du damit? Ich bin für die Verteidigung der Hauptstadt verantwortlich. Ich muss mich der Armee von Crimea stellen. Nein. Vielen Dank, du hast so viel für mich getan. Aber nun ist es genug. Bitte, fordere deine Freiheit zurück. Es gibt keinen Grund mehr für dich, weiter den Befehlen Daeins zu folgen. Und du? Willst du sterben? Nein, ich kann nicht anders. Selbst wenn ich die ganze Armee von Crimea niedermetzeln muss, ich werde zu ihm zurückkehren. Und das, obwohl er dich vergessen hat? Das spielt keine Rolle. Ich gehöre an seine Seite und sonst nirgendwohin. Ich werde dich wahrscheinlich niemals wiedersehen. Ich bete für dein ewiges Glück. Ena, warte.
Vergiss mich. Das ist mein letzter Befehl für dich. Leb wohl, Nasir. Ena. Hoho, Leute. Jetzt wissen wir, wer der Spion für Da'ein war, ist. Nasir. Es gab so viele schöne Vermutungen. Es war richtig lustig, das zu lesen. Oder, ja, es hat Spaß gemacht. Die einen haben Soren verdächtigt, weil er ein bisschen mysteriös ist. Viele hatten auch Rice in Verdacht, weil er später ankam. Ach, und um was es nicht noch alles für Begründungen gab. Jill, weil sie auf einmal plötzlich da war, aus Da'ein und sich uns angeschlossen hat. Also es gab da die tollste Vermutung. Sothel war auch eine Vermutung von einigen, weil er auch plötzlich auf dem Schiff war von Nasir. Aber nein, letztendlich ist Nasir der Spion, hat Lerans Medaillon geklaut und hat es Ena übergeben. Die wollte das Ding haben für Ashnaat. Und wir haben ja nach dem letzten Kapitel erfahren, zu was dieses Medaillon fähig ist, beziehungsweise was es mit seinem Besitzer anstellen kann, wenn der nicht stark genug ist, mental stark genug. Ja, jetzt nimmt das Ganze richtig Fahrt auf, so langsam aber sicher. Also es hat vorher schon ganz gut Fahrt gehabt, aber jetzt wird's noch ein bisschen, ja, jetzt wird's noch ein bisschen witziger. Kommen noch einige überraschende Dinge für euch. Aber an dieser Stelle sind wir erstmal mit Kapitel 20, Tal'Rega, fertig. Haben leider Gottes Jills Vater ja töten müssen. Ja, mal sehen, wie Jill das wegsteckt. Ob sie bei uns bleibt, ob sie uns verlässt. Oder ob sie vielleicht ganz was anderes tut. Und das werden wir aber alles erst in der nächsten Folge erfahren, beziehungsweise im nächsten Kapitel. Und Leute, bis dahin, ciao, ciao!